Ich nutze mittlerweile seit Mitte Dezember das smarte Türschloss HomeTech Pro von Abus und in diesem Video möchte ich euch dieses einmal vorstellen und darauf eingehen, wie es sich bei mir im Alltag so geschlagen hat. Sollten dich übrigens Videos zu smarten Gadgets interessieren, dann schau gerne mal auf meinem Kanal vorbei und vergiss nicht, ein Abo dazulassen, damit du in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr verpasst. Und wir schauen uns jetzt direkt nach dem Intro einmal das Abus HomeTech Pro Smart Lock etwas genauer an und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Beginnen wir das Video mit einem kurzen Überblick über die Produktpalette von Abus und genau die Produkte, die ich euch in diesem Video gerne vorstellen möchte. Und da ist natürlich zuallererst einmal das Smart Lock an sich mit dabei, mit allem Zubehör, was wir eben benötigen, um dieses an unserer Tür anzubringen. Neben dem Smart Lock an sich gibt es dann diverses Zubehör, wie zum Beispiel einen Fingerabdrucksensor, den ich im Alltag wirklich sehr gerne verwende. Außerdem auch ein Keypad, um eben per Code ganz einfach das Smart Lock zu bedienen. Es gibt eine Fernbedienung und natürlich auch einen Zylinder, sollte euer aktueller nicht kompatibel sein. Sprechen wir als nächstes einmal über die Installation und die ist auf jeden Fall einfach durchzuführen, denn im Grunde genommen erklärt die Anleitung das Ganze schon sehr gut und es gibt auch passende Tutorials direkt von Abus auf YouTube und da kann man Step by Step das Ganze einfach nachmachen. Wichtig bei der Installation ist vor allem, dass euer Zylinder kompatibel ist mit dem HomeTech Pro und sollte das nicht der Fall sein, dann könnt ihr diese natürlich auch ganz einfach gegen ein kompatibles Modell austauschen. Ich empfehle euch auf jeden Fall vorher einen Kompatibilitätscheck zu machen, den verlinke ich euch natürlich einmal unten in der Videobeschreibung und im Grunde genommen benötigt ihr lediglich einen Euro-Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, damit ihr das Türschloss auch weiterhin mechanisch verwenden könnt und einen Überstand von 7 bis 12 mm und dann könnt ihr das HomeTech Pro ganz einfach installieren. Um das Smart Lock in Betrieb zu nehmen, müsst ihr einen eurer Schlüssel opfern, denn ihr müsst bei einem Schlüssel mit einer Eisensäge den Kopf abschneiden und dort gibt es ebenfalls sehr genaue Tutorials, an welcher Stelle ihr das machen müsst, damit das Ganze dann weiterhin kompatibel ist, denn genau dieser Abstand greift dann eben in den Motor und so könnt ihr das Smart Lock dann bedienen. Das ist natürlich ein bisschen aufwendiger im Vergleich zu anderen Smart Locks, aber im Grunde genommen ist es doch in wenigen Minuten durchgeführt, ihr benötigt dafür aber eben eine Metallsäge. Nachdem ihr den Schlüsselkopf abgesägt habt, könnt ihr dann auch schon mit der eigentlichen Installation beginnen und da natürlich mit der Bodenplatte. Diese kann entweder geklebt werden oder wie in meinem Fall geklemmt werden, was ich sehr schön finde, denn sollte man das Ganze wieder entfernen, dann hat man keine nervigen Klebereste an der Tür. Im nächsten Schritt solltet ihr nicht vergessen, den abgesägten Schlüssel einmal in das Türschloss zu stecken. Die mitgelieferten Batterien können dann auch in den Motor eingelegt werden und dieser kann daraufhin auch schon auf die Bodenplatte aufgesteckt werden. Und daraufhin könnt ihr auch schon die Gehäuseabdeckung aufklemmen und damit ist die Installation dann durchgeführt. Um das Türschloss nun in Betrieb zu nehmen, benötigt ihr die kostenlose Abus-App, die ihr natürlich ganz einfach für iOS und für Android herunterladen könnt. Ihr findet die Links unten in der Videobeschreibung. Innerhalb der App könnt ihr dann einen Account anlegen und natürlich weitere Benutzer hinzufügen und ihr könnt im Anschluss mit der mitgelieferten Abus Keycard, auf der sich ein QR-Code befindet, das Türschloss mit dem Account bzw. mit der App koppeln. Ihr könnt übrigens selber entscheiden, ob ihr euch wirklich einen Account anlegt oder nicht, das Ganze funktioniert nämlich auch komplett ohne. Wichtig ist an der Stelle auf jeden Fall, dass ihr auf die Abus Keykarte mit dem QR-Code gut aufpasst, denn diese benötigt ihr unter anderem, um das Gerät zurückzusetzen, aber eben auch, um neue Geräte hinzuzufügen bzw. zu koppeln. Nach dem Verknüpfen des Türschlosses wird dieses einmal kurz kalibriert, das heißt, der Motor schließt einmal auf und wieder ab und daraufhin habt ihr auch schon die Möglichkeit, über Touch-Tasten direkt auf dem Smart Lock das Ganze zu bedienen, also auf- und zuzuschließen. Ihr könnt aber natürlich schon direkt mit der App das Ganze ebenfalls bedienen. Außerdem könnt ihr natürlich weiterhin das Schloss mechanisch öffnen, zum Beispiel mit einem Schlüssel. Allerdings solltet ihr das nur in Not- und Gefahrensituationen machen und ansonsten eben die App verwenden oder das Keypad oder den Fingerscanner. Meiner Meinung nach ist die App auf jeden Fall schlicht und übersichtlich aufgebaut und man findet direkt die wichtigsten Informationen zu den installierten Schlössern oder natürlich auch, um Zubehör hinzuzufügen, das Zubehör zu verwalten oder auch eben Nutzer zu verwalten oder neue hinzuzufügen. Und wo wir gerade schon von Zubehör hinzufügen sprechen, ihr könnt zum Beispiel einen Fingerabdrucksensor oder auch ein Keypad ganz einfach hinzufügen und das funktioniert im Grunde genommen genauso wie das Türschloss hinzufügen, nämlich über die Abus Keycard mit dem QR-Code, die könnt ihr dann ganz einfach in der App scannen und daraufhin auch mit eurem Türschloss koppeln, dass eben zum Beispiel die Finger erkannt werden und entsprechend das Türschloss aufschließen. Ich habe zum Beispiel meine Finger dort hinzugefügt und die Finger meiner Frau und das Ganze ist dann eben entsprechend mit dem Türschloss gekoppelt, so dass man dann eben mit den Fingern ganz einfach die Tür öffnen oder schließen kann. Neben dem Fingerabdrucksensor, der wirklich sehr cool ist und echt Spaß macht im Alltag, gibt es aber auch noch ein Keypad, um eben per Code das smarte Türschloss zu öffnen oder zu schließen oder eben auch eine Bluetooth-Fernbedienung, die sozusagen als Schlüsselersatz direkt am Schlüsselbund befestigt werden kann.
Sprechen wir nun noch einmal über das Thema Sicherheit, denn gerade bei smarten Türschlössern ist Sicherheit enorm wichtig und daher setzt Abus, was übrigens ein deutsches Unternehmen ist, auf eine AES 128-Bit-Verschlüsselung für höchste Sicherheitsstandards und zusätzlich verwendet Abus noch einmal ein eigenes Sicherheitsprotokoll für noch mehr Sicherheit. Dank der Abus Keycard kann lediglich der Admin eine Verbindung zu dem Smart Lock aufbauen, um zum Beispiel neue Benutzer oder neue Komponenten hinzuzufügen. Und ansonsten ist es nicht möglich, auf dieses Smart Lock zuzugreifen. Dementsprechend ist es eben auch wichtig, diese Keycard gut aufzubewahren, weil ihr es ansonsten überhaupt nicht mehr zurücksetzen könnt oder grundsätzlich nicht mehr konfigurieren könnt. Dementsprechend gut aufbewahren. Das sorgt aber natürlich auch für viel mehr Sicherheit, weil einfach kein anderer auf dieses smarte Türschloss zugreifen kann. Kommen wir nun auch schon zur Nutzung im Alltag und damit auch zu meinem Fazit. Und ich muss auf jeden Fall sagen, dass ich sehr zufrieden mit diesem Smart Lock bin. In den anderthalb Monaten in etwa, in denen ich es bisher verwendet habe, hatte ich absolut keine Probleme damit. Und was mir zusätzlich noch sehr schön gefällt, ist, dass der Motor extrem leise ist. Es ist aktuell der leiseste am Markt. Und das ist natürlich angenehm, wenn man das Smart Lock am Tag häufiger sperrt und entsperrt. Die Knöpfe, die sich direkt auf dem Smart Lock befinden zum Sperren und zum Entsperren, sind im Alltag sehr praktisch und gerade der Fingerabdrucksensor von außen ist eine super Ergänzung zur App. Ich persönlich verwende die App wirklich sehr selten, weil der Fingerabdrucksensor von außen einfach extrem gut funktioniert zum Öffnen und zum Schließen und daher brauche ich die App wirklich sehr selten. Der Fingerabdrucksensor funktioniert bei meiner Frau zum Beispiel zu 100% zuverlässig. Dort wird der Finger jedes Mal erkannt. Bei mir ist das nicht immer der Fall, dass mein Finger erkannt wird. Beim ersten Versuch, beim zweiten Versuch wurde aber jedes Mal mein Finger auch erkannt. Aber auch dafür gibt es eine Lösung, denn man kann das Sicherheitslevel anpassen, denn gerade bei sehr schwitzigen, bei trockenen oder kalten Fingern kann es sein, dass diese nicht immer erkannt werden und da kann man dann entsprechend gegensteuern. Ebenfalls noch sehr praktisch im Alltag kann die automatische Verriegelungsfunktion sein, damit man zum Beispiel abends einfach nochmal ab 23 Uhr das Smart Lock sozusagen dazu bringt, noch einmal abzuschließen. Ich persönlich fand die Installation des Smart Locks auch wirklich ziemlich einfach. Lediglich das Absägen des Schlüsselkopfes ist natürlich ein bisschen aufwendiger im Vergleich zu anderen Smart Locks, sollte aber, denke ich, kein Hindernis darstellen. Insgesamt bin ich auf jeden Fall wirklich sehr zufrieden mit dem Smart Lock und vermisse eigentlich nur eins, nämlich den HomeKit Support. Und ich hoffe sehr, dass dieser noch per Software nachgereicht wird, weil dann wäre es meiner Meinung nach wirklich das perfekte Smart Lock. Aber was haltet ihr vom Abus HomeTech Pro Smart Lock? Habt ihr bereits Erfahrungen damit gesammelt? Wenn ja, dann schreibt sie mir mal gerne in die Kommentare. Und wenn euch dieses Video gefallen oder geholfen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und vergesst auf jeden Fall nicht, meinen Kanal für weitere Smart Home Gadget Videos zu abonnieren. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut.